Herzlich willkommen zu Let's Play Together Orcs Must Die, Ausrufezeichen, der zweite Teil. So, das möchte ich natürlich, wie schon der Titel sagt, mit Together nicht alleine spielen, sondern mit einem Freund namens Kevin alias Mr. Ronkiwi. Hallöchen, da bin ich. Genau, so, aber das wollen wir natürlich ein bisschen strukturierter machen, deswegen erkläre ich euch mal eben ganz kurz, wie wir uns das gedacht haben. Wir wollen jetzt als erstes natürlich die Story, das, was das Spiel ja sozusagen ausmacht, spielen. Und danach wollen wir dann halt die anderen Modi spielen, wie Classic und Endlosspiel. Und wenn euch jetzt das viel mehr interessiert, könnt ihr jetzt oben hier so zwei Fenster sozusagen eingeblendet sehen, wo ihr denn, wenn ihr raufklickt, denn zu dem Part kommt, wo das denn jeweils passiert, Classic oder halt das Endlosspiel. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Story an. Ja, so gut. Also erstmal erstelle ich neuen Charakter. Ich bin dann der Kriegsmagier und Kevin ist die Zauberin. Also wir sprechen uns dann mit Spitznamen, Schrägstrich, seinem Vornamen an. Also ich werde dann Matti sein. Und so ich bin der Kevin, wie Matti schon gesagt hat. Richtig, so. Und wenn euch die Story im Einzelspieler mehr zusagt, jetzt nicht Together, weil das ja vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist, wir werden das ja sehen, wir haben das nur mal kurz angezockt, zu zweit, aber nicht wirklich reingeguckt. Deswegen könnt ihr das auf Mr. Ronkiwis Kanal, hier, ich lade ihn mal ein, sehen. Oh, danke. Ja. Im Einzelspieler. Er spielt das Let's Play das also nochmal alleine. Und das sind dann immer, drei Folgen im Voraus. Also vielleicht lohnt es sich aus, weil da könnt ihr es als Erster mit sehen. Matti, ich höre dich doppelt. Ja, unser allseits bekanntes Problem. Wie haben wir das gelöst? Sound, denn auf Push-to-Talk auf Angehen. Genau, und dann müssen wir nur die richtige Taste drücken und dann. Nein, das will ich nicht. So. Ja, gut, jetzt ist perfekt. Das ausgeschaltet. Und jetzt wollen wir auch gleich nicht. Also wir wollen jetzt das Labern sein lassen und das Spiel mal starten. Genau. Ich habe auch mal auf Bereit gedrückt für die Leute. Also aus meiner Sicht werdet ihr es leider nicht sehen können, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Immerhin sehen wir es bei Yamatis. Scheiße. Genau. Am Abgrund heißt die erste Mission. Genau. Und wir starten jetzt und machen beide mal das Mikrofon aus. Genau. Damit da keine Zusatzgeräusche sind. So sollte es also enden. In der Falle. Umzingelt. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders. Zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich ihn. Er stand direkt vor mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! Ganz genau, das würde ich auch sagen. Rennen. Matti, bist du da? Ja, ich bin wieder da. Gut, ich glaube ich, ja gut. Was werden wir als erstes machen? Also, ich werde mir erstmal, also für die Leute, die mich jetzt nicht sehen können, ich habe jetzt schon mal meine ersten drei Waffen ausgerüstet. Das erste ist ein Zauberstab, dann eine Bodenfalle, die lässt Orks gefrieren und dann ein Säuresprüher. Den seht ihr aber, was er kann, das seht ihr noch hier alles schön. Also, wo soll ich meinen hin platzieren? Da. Ja, mach am besten die andere Seite und dann. Genau, so. Und ich mache dann hier vor, weil. Ich mache hier vor, dass sie erstmal schon gefrieren können. Die Dinger. Und du teste hier ein, dass sie hier langsam durchgehen können. Ja, so können wir das machen. Weil dann können wir hier die vorne noch bearbeiten. Ja, wenn die da eingefroren sind. Eigentlich haben die hier am Anfang noch geredet hier. Da haben wir jetzt drüber gequasselt. Aber ich glaube, wenn euch das ist nicht schlimm. Wenn es das euch jetzt viel mehr um die Story geht, was die hier reden, denn. Dann guckt euch am besten das Let's Play von Kevin an. So, aber. Auf jeden Fall. Können wir die Horden entfesseln? Mit G, auf jeden Fall. Ja, gut. So, ich lade schon mal vor. Und let's get ready to rumble! Bam!
Haha, das war meiner. So. Ach, wir... Und dazu noch zu sagen, wir haben uns das so überlegt, wir wollen jetzt jedes Level ein Part lang machen. Das heißt, wir werden das immer schneiden. Ganz genau. Und ich wollte noch sagen, ich hoffe, ich werde diesmal nicht schon im ersten Level krepieren wie in meinem Let's Play. Kommt mir das nur so vor? Oder sind hier... Hast du den Schwierigkeitsgrad für den Koop-Modus ausgewählt? Nein. Ich meine, es gab einen Schwierigkeitsgrad für den Koop-Modus. Gab es? Ich meine ja. Ich kann mich jetzt auch komplett täuschen, aber ich meine, es gab einen. Weil im Moment, ja. Oha. So, mal ein bisschen Liebe machen. Das gucken wir dann im nächsten Level, denn sagen wir genau. Mal, ist das erste Level einfach. Das ist immer einfach, aber ja. Weil ich finde... Ich habe mir nämlich auch noch heute so als Vorbereitung so ein bisschen Let's Play Together, was andere Leute machen, angeguckt. Und da muss ich sagen, oh, ich bin da schwarz runtergefallen. Muss ich sagen, sieht das einfacher aus. Aha. Naja. Ah, daneben. Aber ich glaube, dass der Schwierigkeitsgrad liegt gerade auf Mittel, ne? Also. Ja, ich denke, wir können auch nochmal auf schwierig machen vielleicht. Aber das können wir ja später entscheiden, oder? Ja, genau. Das gucken wir dann, wie... Je nachdem, wie man in späteren Level durchkommt. Oh, ich brauchte sogar schon den ersten Zaubertrank. So. Scheiße, verkaufen. So. Jetzt gibt's was Feines. Die hier keinen Vorladen. Meter vorlassen. Alter, das ist heftig. Und ich möchte auch mal gern was machen. Du machst so, schon genug. Liebe machen. Oh, also ich habe wirklich die Tante, die Dauerschießen kann und einfach irgendwie wild durch die Gegend laufen kann und dann einfach nur schießen kann und auch nicht treffen kann. Aber ich kann auch länger durchladen und schießen. Alter. Ja, mit den Bomben, die ich schmeißen kann, mache ich schon ziemlich gut Schaden. Das stimmt. Ich habe, ja, also ich kann meinen Zauberstab auch aufladen und dann fliegen so zwei Orks meistens in den Tod rein. Das ist geil. Aber deine Bomben, Alter, heftig, geil. Bomben! Und was man noch dazu sagen kann, also ich habe den ersten Teil eigentlich nur angezockt, also ich kenne ihn so ein bisschen, habe die ersten Level und so angezockt, aber noch nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich hätte alles durchgespielt und bin ja voll der Pro da drin oder irgend sowas. Das kann ich von mir auch nicht so behaupten, aber ich habe das schon ein bisschen länger gespielt als Matti jetzt so. Wir können ja hier hinten, können die auch ein bisschen weiterkommen lassen. Ja. Dass wir dann nicht so ganz weit vorne da hinten auf der Pelle rücken, weil, ja, sieht einfach schöner aus, wenn die auch ein bisschen mit Fallen arbeiten. So, sind wir fertig? Ja, denke ich mal. Sehr gut. Bam. So, man kann die hier eigentlich ziemlich gut zurückhalten, wenn ich den hier noch Bomben schmeiße, dann... fliegt der größte Teil auch schon mal weg. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, Matti spielt jetzt die Charaktere, die aus dem ersten Teil bekannt ist. Weil das ist genau der Zauberlehrling von diesem alten Zauberer aus dem alten Teil. Und da war gerade ein Bug, der ist in der Wand geblieben, oder? Habe ich mich getäuscht. Jedenfalls, Matti spielt den Kriegsmagier und ich spiele die Zauberin, die Königin von den Orks war. Ich sag extra war, weil sich Ende des ersten Teils da so ein bisschen was passiert ist. Aber mehr genau sage ich jetzt auch nicht drüber. Ja, ich glaube, ich mache nochmal eben ganz schnell. Ist jetzt pausiert das gerade auch bei dir? Ja, es pausiert gerade. Ganz leicht nochmal hier zurückdrehen. Also es ist schon so weit runtergedreht, aber wenn ich so Kevin reden höre, finde ich das noch. Ja. Ein bisschen laut, muss ich ehrlich sagen. Okay, gut. Und um ihn... Ich rede jetzt leiser. Um dich zu ärgern. Nein, mein Schatz. So. So, so, so. Und noch ein bisschen hier Feinabstimmung. Oh, nein! Matti, wir hätten den Schädel einsammeln können. Ich glaube, dann hätten wir sogar noch hier einen Schädel mehr gekriegt. Was? Warum haben wir denn nur 4 von 5? Weil wir den einen nicht eingesammelt haben, der da hinten lag. Ach so. Ja, wir haben eine Belohnung gekriegt. Wir beide. Das ist die Stachelfalle. Wir gehen mal in ein Zauberbuch rein, oder? Ja, das machen wir.
Die Bodenfalle verursacht Schaden beim Betreten. Muss nach dem Auslösen zurückgesetzt werden. So, jetzt gehen wir ins Zauberbuch rein. Hier haben wir natürlich viele Möglichkeiten. Wir haben hier die Fallen, die wir gerade auch freigeschaltet haben. Hier ist die Stachelfalle, da ist die Pfeilwand. Jetzt können wir darauf gehen und uns eine Verbesserung kaufen. Zum Beispiel Pfeile unterkühlen Gegner manchmal und verlangsamen sie dadurch. Pfeile setzen Gegner manchmal in Brand. Pfeile verursachten erhöhten Schaden. So, ich würde sagen... Matti, wollen wir mal eben was austesten? Also ich denke mal, eine Dampffalle ist cool. Oder wollen wir eine Verbesserung als erstes kaufen? Eine Dampffalle? Oder... Wollen wir nicht erstmal verbessern oder was würde es... Okay, verbessern, denke ich mal. Das, was natürlich an diesem Spiel sehr auffällt, ist, wenn man den ersten Teil kennt, dass die Fallen an der Stärke nachgelassen haben. Also im ersten Teil waren die Fallen schon von vornherein stärker. Aber das haben die hier eigentlich, finde ich, sehr gut gelöst mit diesen Knochen, also dass du mit den Orkschädeln, dass man denn da... Ja, also ich mache das jetzt mal eben, was ich verbessern möchte. Also ich möchte hier getroffene Gegner bluten und erleiden zusätzlichen Schaden für die Stachelfalle. Aber dann habe ich ja nur noch zwei. Ja gut, dann muss ich jetzt weiter sparen. Also ich habe mir jetzt eine Verbesserung gekauft. Okay, ich bin noch da drinne im Menü und ich kaufe mir für den Säuresprüher, dass die Säure mehr Schaden verursacht, einmal. Und dann noch einmal für die Eisfalle, dass die Rücksetzzeit von Eisfallen gesenkt wird. Es ist, also die Senkung von Rücksetzzeiten ist sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Okay, gut. Ich will hier nochmal einmal durchgucken. Das sind die Fallen, das sind die Waffen, die wir tragen können. Hier auch Rüstung. Berserker-Schmuck. Schmuck können wir auch tragen. Matti, ist dir aufgefallen, ein Ork ist durchgekommen durch unsere Verteidigungsmauern. Echt? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Wenn du bei den Spaltpunkten guckst, die Spaltpunkte sind auf 19. Normalerweise sind die Spaltpunkte auf 20 in diesem Level. Ach so. Deswegen. Na gut, auf jeden Fall. Wir wollten das ja eine Folge ist gleich ein Level, also machen wir jetzt hier den ersten Schnitt rein. Wir sehen uns dann gleich genau hier wieder, oder besser gesagt im nächsten Level. Na doch, hier wieder, weil wir hier starten. Hier wieder. Genau. Ja. Denn bis dahin und ciao. Viel Spaß noch.